Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei Mario und Luigi Superstar Saga und ich bin schon mal in die Stadt gelaufen und wollte jetzt mal gucken, ob es hier vielleicht neue, bessere Hosen gibt. Ja, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Und zwar, ja, sieht es erstmal nicht so aus. Erstschlag, SB, da verliere ich aber für mit Sternbohnenmuster, für Flinke. Aber verliere ich 10 Verteidigung. Na, ist jetzt auch nicht so cool. Mit Prinzenautogramm, was denn Leichtkraft? Da kriege ich, 14 HP und 5 Verteidigung. Die wäre natürlich interessant. Sind das hier die neuen mit den, ja genau, ich glaube so sieht das aus. Die mit dem Ausrufezeichen sind neu. Ich finde die Erstschlaghose auch nicht schlecht. Was ist das denn für Luigi? Ah, bei Luigi macht es sogar Erstschlag und Verteidigung hoch. Ja, dann nehmen wir die für Luigi. Und dann nehmen wir die Mamella-Hose. Die Marmek Genos sind ja auch voll scheiße. Die ist ja viel besser, die Mamella-Hose. Die hat halt nur nicht Leichtkraft. Ich weiß nicht, was Leichtkraft ist. Ich nehme aber für Mario die Mamella-Hose. Ja, cool, dann haben wir jetzt neue Hosen. Ach so, ja, ich will Orden nochmal gucken. Weil da könnten wir auch was Neues gebrauchen. Da gibt es aber nichts Neues. Oder? Fundort laden. Hinterausgang blinkt. Strahleglanz. Boah, 20 Verteidigung. Die Power-Verteidigung würden wir verlieren. Ich weiß nicht genau, wie wichtig die Power-Verteidigung ist. Oh. Den Kompletto, den könnte man natürlich nehmen. Der hat die Power-Verteidigung. Ne, das will ich nicht. Boah, aber die... Dann nehme ich für Mario den mit mehr Angriff, einfach weil er mehr Angriff hat. Und für Luigi nehme ich den Kompletto. Ja, damit bin ich zufrieden. Ich glaube, so kann man das machen. Dann wollen wir jetzt nochmal Nein. Dann wollen wir jetzt auch nochmal die alten Sachen verkaufen. Die Koopa-Hose können wir verkaufen. Wie viel habe ich denn davon? Eine noch. Die Eisenhose, die Wollhose, den Stachelkiller, den Kontakt. Ja, komm, alles verkaufen. Wunderbar. Gut, haben wir das schon mal geregelt. Jetzt sind wir schon mal wieder ein bisschen besser ausgerüstet. Oh, nur gucken ist umsonst. Ach, komm. Ja, wir sollen in Schloss Bonia, ja, weil wir haben jetzt alle 4 Sternbodenfragmente. Und ich bin wirklich sehr gespannt, inwiefern das jetzt ja weitergeht. Was passiert? Denn... Ja, wir haben das, was von uns gefordert wurde. So, Kollegen, lasst mich durch. Ich bin hier erwünscht. Wo muss ich denn hin? Ich weiß es nicht. Da bin ich richtig. Da haben wir sie. Die ganzen 4 Sternbohnenfragmente. Die Sternbohne lebt wieder. Du erhältst die Sternbohne. Gerade leichte Halsschmerzen. Damit ist die Sternbohne wieder im ursprünglichen Zustand. Und schon wieder eine Nachricht von Bose Miller. Gute Arbeit! Und jetzt werden die roten und die grünen Mütze. Und jetzt werden die rote und die grüne Mütze mir die Sternbohne bringen. Ich warte im Witztempel am Ende des Ozeans. Über den Meeresgrund kommt ihr nicht zum Witztempel. Ihr müsst erst lernen, euch an der Wasseroberfläche zu bewegen. Und verliert unterwegs nicht die Sternbohne. Okay. Aber sie will doch Peachs Stimme benutzen, um die Sternbohne zu wecken. Wir können nicht erwarten, dass sie uns Peach zurückgibt, wenn sie die Sternbohne hat. Das stimmt auch wieder. Oh, Prinz Marmek, ey. Seid unbesorgt, wir werden ihn das hier unterjubeln.
Oha, ein Imitat der echten Sternbohne. Durchtrieben. Wählt ein Sternbohnen-Imitat. Bringt der Prinzessin auch Kleider zum Wechseln. Sicher hat die Prinzessin sich auf der Flucht ihre Leibwäsche beschmutzt. Oh, allein der Gedanke, ich ertrage es nicht. Bringt der Prinzessin diese Kleider und sagt ihr einen Gruß von mir. Du erhältst Peach Kleider. Das kann nicht gut ausgehen. Das kann nicht gut ausgehen. Zum Witztempel kommt ihr nur, indem ihr über das Meer reist. Geht erstmal zum Strand, vielleicht findet ihr eine Möglichkeit. Am Strand gibt es Orte, an denen... Da ist ein Schriftschreibfehler. Ein Schreibschriftfehler, ein Rechtschreibfehler. Dann ist ein Fehler, das steht zweimal an. Am Strand gibt es Orte, an denen man früher surfen konnte. Vielleicht findet ihr dort einen Weg übers Meer. Ja, aber jetzt... Also Mario, Luigi, wie geplant. Das hätte ich fast vergessen. Ihr habt die Sternbohnenteile vor mir gefunden. Also gibt es wie versprochen... Echt? Hab ich jetzt... Nach dem aktuellen Tageskurs sind 99.999 Pilzmünzen heute 99 Bohntaler. Ach so. Der ist uns voll verarscht. Quasi. Okay. Jetzt brauchen wir aber den Hammer, oder? Wir könnten vielleicht auch nochmal Items einkaufen gehen. Ich meine, jetzt haben wir neue Hosen gekauft. Sollte es jetzt langsam Richtung Finale gehen, was ich ja... Ja, es könnte ja sein. Dann wäre es vielleicht gut, wenn wir uns nochmal ein wenig ausrüsten, was die Items angeht. Denn, ja, Pilze haben wir genug, aber vielleicht so für Innenkampf einkaufen, nochmal ein paar Superpilze, ja, Superpilze heilen. 50 Max-Pilze, volle Herzpunktzahl, Max-Nüsse, Max-Sirup. Ich würde sagen, wir kaufen uns noch ein paar Nummer 14. Ja, haben wir 60 Pilze. Sirup kaufen wir uns auch nochmal 14, dann haben wir da 40 von. Das können wir halt immer gut benutzen, wenn wir gerade nicht im Kampf sind. Dann kann man sich damit ja einfach hochheilen. Kaufen wir uns noch 3 One-Up-Pilze. So, dann kaufen wir uns Super-Pilze. Ja, machen wir mal 21, dann haben wir 30 Super-Pilze. Das sollte doch genügen. Super-Nüsse können wir auch sehr gut gebrauchen. Ja, ich würde gerne 25 kaufen. Nee. Belassen wir es mal bei 21, okay. Super Sirup ist so eine Frage, ob das notwendig ist. Ja, wir können ja mal 5 kaufen. Ultranüsse, 100 HP für beide. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Naja, wir können ja mal... Brauche ich sonst noch was? Nee. Nee, ich glaube, dann kaufe ich mir lieber noch doch noch ein paar Supernüsse. Und dann vielleicht am Ende doch noch ein paar normale Pilze. So für alle Fälle. Das, was ich halt jetzt noch so holen kann. Was sehr viel ist. Ja gut, wir müssen es ja nicht übertreiben. Machen wir nochmal 20. Haben wir noch ein bisschen, ein paar Münzen über. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler war, weil ich noch ganz, ganz viele Münzen brauche. Dann habe ich halt Pech gehabt. Jetzt ist die große Frage. Gehen wir nochmal zu den... Ich war ja schon mal da am Strand, aber die... Kann ich jetzt surfen? Einfach so? Bin ich hier richtig? Naja, aber dafür muss ich diesen Stein kaputt machen. Genau das war doch das Problem. Wo waren nochmal die Hammerbrüder? Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, wo ich dann auch tatsächlich die neuen Hammer bekomme. Also ich muss sie ja bekommen. So, irgendwo war hier so ein Tor. Ja, hier müsste es. Hier komme ich zu denen, ja. Okay. Dann weiß ich auch sofort, wie ich zum Strand komme. Ist ja gar nicht so weit. Ich habe in der... Das mit den Obst...
Bohnen hat mir tatsächlich ein bisschen Orientierung verschafft. Ich habe jetzt ein besseres Bild von der Karte hier im Kopf. Also ich weiß so ein bisschen, wo ich hergehen muss und dann komme ich da und da raus. Das ist wirklich ganz hilfreich. Das hatte ich vorher nicht. Ja, das war echt einfach nur krass. Und der Lakitu, der nervt einfach nur krass. Ja, Luigi hat ja die Erstschlag-Garantie jetzt, von daher. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist vielleicht sogar ganz gut, erst mit Luigi anzugreifen, dann mit Mario. Wegen Brüderattacken. Ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell hilft. Was machen die da? Hallo, wenn das nicht schon wieder Mario und Luigi sind. Ihr kommt genau richtig. Wir haben gerade eine neue Technik im Hammer machen zum Perfektion. Perfektioniert. Ja. Wollt ihr nicht auch ein paar bessere Hämmer haben? Ja, bitte, bitte, bitte. Dann reden wir mal nicht nur von der neuen Technik, sondern zeigen euch, wo der Hammer hängt, hängt, hängt. An der Wand, 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 bei deiner... Egal. Wow, das ist natürlich eine gute Technik. Ein goldener Hammer. Boah, gute Arbeit, was? Ein prächtiger Hammer, viel stärker als vorher. Du hast Ultra-Hämmer erhalten. Oh, geil, ey. Besser geht's nicht. Passt also gut auf diese Hämmer auf. Danke. Danke, Anke. Stimmt. Das ist mir... Das war jetzt einfach eigentlich fast schon intuitiv, bin ich hier hingegangen, weil... Hier gab's ja noch was. Ich bin der verspielte Steinblock. Spielt mit mir für nur 500 Münzen. Oh, ich habe keine 5. Ja, so viel dazu. Ich brauche bestimmt keine Münzen. Naja, das kann ja nichts Wichtiges gewesen sein, was mir da jetzt durch die Finger geglitten ist. Und sollte es doch was Wichtiges gewesen sein, dann könnt ihr mir das ja berichten. Und ich kann da ja zur Not nochmal hingehen. Aber ich denke mal, ich werde dieses Spiel auch schaffen ohne diesen Swamp. Ach ja. Ich habe ja bei Facebook immer noch den Swamp als Profilbild. Also bei meinem privaten Facebook, wo ich niemanden annehme. Das braucht ihr gar nicht probieren. Könnte ich auch mal wieder ändern. Aha. Ja, zum Surfer will ich jetzt heute gerne im wenigstens noch. Ja, und da sind wir jetzt auch schon. Von daher gucken wir mal, was hier so abgeht. Hallo, ihr wollt über das Meer? Da braucht ihr mindestens ein Surfboot, schätze ich. Aber wenn ihr in die Formen da etwas mit Schwung reindrückt, dann habt ihr etwas, das ihr als Surfbrett verwenden könnt. Mit Schwung reindrückt? Hä? Ach! Ach nee! Oh. Das wollte ich nicht. Ah, ich. Ach, das ist ja lustig. Ich kann Luigi als Surfbrett benutzen. Cool. Jetzt muss ich nur noch das Surfen lernen. Wow, das ist cool. Das ist tatsächlich cool. Es macht sogar Spaß. Da könnte man ein Rennspiel rausmachen. Ob man jetzt hier auch irgendwas Wichtiges finden kann, muss. Wo bin ich denn jetzt auf der Karte? Ja, wollte gerade sagen, da will ich auf jeden Fall nicht stranden. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Ah, ist das cool. Das ist cool, erinnert mich gerade so ein bisschen an Surfer Pikachu. Aber ist es nicht. Wow. Nicht stranden oder beziehungsweise nicht schiffbrüchig werden. Bin ich hier richtig? Ich muss... Ja, da bin ich richtig. Hier könnte ich also jetzt andocken oder wie oder was. Oder wo. Wenn ich da... Nee, das ist nur eine ganz kleine Insel. Wenn ich da jetzt drauf gehe,
Dann muss ich ja, dann komme ich ja nicht mehr aufs Wasser. Weil da konnte ich mir kein Surfbrett machen. Naja. Gut. Wo bin ich denn hier? Ich muss nach oben. Nicht? Doch, ich muss nach oben. Irgendwo hier müsste doch das sein, wo ich hin muss. Da, 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 da. Wir müssen nach Bosemilla. Okay, da kann man auch wieder dann zurückfahren. Das ist doch sehr schön. Ja, die können wir kaputt machen. Haben wir jetzt frisch gelernt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir im nächsten Part, ob wir Bosemilla mit unserem Imitat verarschen können. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Hier ist eine grüne Röhre, da gehe ich kurz rein. Witztempel. 1, 2, die 3 fehlt mir. 4, 5 und die 6 auch. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Ja. Gucken wir mal im nächsten Part, was hier passiert. Ob wir Bosemilla verarschen können. Ob sie uns glaubt. Ob wir Peach retten können. Ganz viele Fragen stehen offen. Ganz viele, viele, viele spannende Minuten stehen uns bevor. Bis zum nächsten Mal.